Im letzten Schritt berechnen wir die Pufferzeiten. Und das bedeutet, wir fokussieren auf die Knoten, die nicht kritisch sind, weil nur diese Knoten Pufferzeiten haben können. Die Vorgänge auf dem kritischen Weg haben keine Pufferzeiten, sonst wären sie nicht kritisch. Die kürzeste Definition für den kritischen Weg ist, es ist der Weg ohne Pufferzeit. So, jetzt sind wir bei den Pufferzeiten. Wir unterscheiden hier im Rahmen dieser Prüfungen zwei Pufferzeiten. Es gibt Lehrbücher, da gibt es bis zu 4 Pufferzeiten. Das ist übertrieben, das brauchen wir nicht. Wir unterscheiden die gesamte Pufferzeit und die freie Pufferzeit. Zwei Formen von Pufferzeiten. Die gesamte Pufferzeit und die freie Pufferzeit. Beginnen wir mit der gesamten Pufferzeit. Die gesamte Pufferzeit bezieht sich auf das Gesamtprojekt. Hier ist Ihre Eselsbrücke. Gesamte Pufferzeit bezieht sich auf das gesamte Projekt. Das heißt, die Zeit, die ein Vorgang hat, ohne dass das Gesamtprojekt länger dauert als geplant. Ja? Wenn ein Vorgang also die gesamte Pufferzeit, die dieser Vorgang hat, ausnutzt, dauert das Gesamtprojekt nicht länger als geplant. Aber der Nachfolger ist sauer. Was passiert mit dem Nachfolger? Der wird aus seiner frühesten Anfangszeit in seine späteste Anfangszeit gedrängt, wenn der Vorgänger seine Pufferzeit voll ausnutzt. Wird er voll runtergedrängt von der obersten Zeile in die unterste Zeile. Ja? Also gesamte Pufferzeit ausnutzen bedeutet Projektleiter nicht verärgern, aber Nachfolger verärgern. Wie berechnen wir die gesamte Pufferzeit? Wir berechnen die gesamte Pufferzeit immer innerhalb eines Knotens. Wir brauchen keine Zahlen aus anderen Knoten. Innerhalb des Kästchens, das den Knoten darstellt, können wir die gesamte Pufferzeit berechnen. Und zwar, indem wir unsere Augen vertikal bewegen. Ja? Entweder der ersten Spalte, wo steht früheste Anfangszeit und späteste Anfangszeit. Und wir ziehen die früheste von der spätesten ab. Das heißt, die Arithmetik ist eine Subtraktion. Oder in der zweiten Spalte, auch wieder vertikal. Ja? Die obere Zahl von der unteren Zahl abziehen. Führt beides zum gleichen Ergebnis. Das ist die Berechnung der gesamten Pufferzeit. Freie Pufferzeit bedeutet, wir schauen nicht vertikal, sondern horizontal. Horizontal bedeutet, wir fokussieren auf die früheste Anfangszeit des Nachfolgers. Denn die freie Pufferzeit ist die autonome Pufferzeit. Die Pufferzeit, die ein Vorgang völlig für sich selber hat, ohne jemand fragen zu müssen, ohne jemand zu stören. Die freie Pufferzeit ist die Pufferzeit, die keinen stört. So könnte man einfach sagen. Und wann stören wir den anderen? Wenn wir ihn aus seiner frühesten Anfangszeit drängen. Deswegen ist die früheste Anfangszeit der Fixierpunkt für die Berechnung der freien Pufferzeit. Wir schauen auf die früheste Anfangszeit des Nachfolgers, ziehen unsere früheste Endzeit ab und wenn dazwischen eine positive Zahl rauskommt, ist das die Zeit, die wir frei verwenden können. Wir können um diese Zeit später anfangen oder wir können um diese Zeit länger brauchen. Also, freie Pufferzeit eines Vorgangs ist früheste Anfangszeit des Nachfolgers minus früheste Endzeit des betrachteten Vorgangs. Und wenn dazwischen eine positive Zahl herauskommt, dann ist das autonome freie Pufferzeit. Ja? Also horizontale Vorgehensweise, früheste Anfangszeit Nachfolger minus früheste Endzeit des Vorgangs. Wieder ein Minus, gleiche Arithmetik, wieder bei der gesamten Pufferzeit, Minus, aber horizontal, nicht vertikal. Und wir sprengen die Grenzen des Kästchens. Wir schauen auf den Nachfolger bei der Berechnung der freien Pufferzeit. Bei der gesamten Pufferzeit mussten wir das nicht. Konnten wir innerhalb des Knotens bleiben. Bei der freien Pufferzeit schauen wir auf die früheste Anfangszeit des nächsten Knotens. Ja? Und wenn hier mehrere Knoten nachfolgen, dann nehmen wir die geringste natürlich, logischerweise. Ja? Die geringste, die früheste Anfangszeit des Knotens, der am frühesten anfangen muss.
Ja? Okay, und das war's. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.